Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video heute mit mir. Ja, es ist schon wieder über einen Monat vergangen und meine Tasche, wo ich immer meine aufgebrauchten Sachen sammle, ist schon wieder gut gefüllt. Ich möchte das ganz gerne entsorgen. Und ja, wenn euch solche Videos gefallen, abonniert auf jeden Fall sehr, sehr gerne meinen Kanal. Da würde ich mich super drüber freuen. Gebt mir gerne bei Gefallen einen Daumen nach oben. Und ja, wir legen los. Es ist wieder bunt gemischt, Haushalt, Pflege, ein bisschen Make-up ist, glaube ich, auch mit dabei. Ich werde einfach reingreifen und ja, euch ein bisschen was dazu erzählen. So, als erstes, ja, habe ich einen Badreiniger leer gemacht. Das ist immer so meine schnelle Reinigung, die ich so fast jeden Tag mache, so für Waschbecken oder auch Armaturen. Ich mag den Duft hier sehr, sehr gerne. Das ist von Antikal, Kalkreiniger. Funktioniert echt gut. Und ja, kaufe ich immer mal nach, so zwischen das oder auch mal von Meister Propper habe ich eins. Das wechsle ich immer so. Manchmal, wenn es auch im Angebot ist, kaufe ich es. Ja, dann eins meiner liebsten Duschgele ist leer geworden. Das habe ich schon so euch unzählige Male gezeigt und kaufe ich auch immer wieder nach. Von Balea Softöl-Dusche. Ich liebe ja Duschgele mit Ölanteil drin. Das ist für sehr trockene Haut. Das riecht ganz, ganz toll. Ja, hat auch so einen pudrigen Pflegeduft. Das sind echt so meine Lieblingsdüfte. Und ja, es trocknet die Haut halt überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, ne? Es pflegt die Haut und hat mal unter 1 Euro gekostet. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist. Ist ja alles super teuer geworden. Ne? Ja, dann mit mein liebstes Deo von Dove, was auch super teuer geworden ist. Hat auch mal irgendwie 1,50 Euro gekostet. Kostet jetzt schon 2,50 Euro. Es ist alles, wirklich, sag doch mal, es ist nicht alles mega teuer geworden. Ich finde es echt extremst. Ja, deswegen muss man echt gucken, wo man bleibt. Aber diesen, das ist auch mit einer meiner liebsten Düfte. Dieses riecht einfach nach, ja, so nach Seife, frisch gewaschen. Kaufe ich immer wieder nach. Oder das hier ist halt auch so, die beiden mag ich. Aber wo ich das Dove vom Geruch her noch ein bisschen lieber mag. Das ist halt hier dieses Cotton Dry von Rexona. Ist auch so dieser Standard, wo ich nehme mal das, was vielleicht so gerade im Angebot ist. Dann habe ich diesen Riesenbottich hier endlich leer gemacht. Das heißt endlich, ich mochte es sehr, sehr gerne. Aber es wurde schon so langsam, stand es auf der Kippe, dass es schlecht werden sollte. Also man spart zwar, die 300 Milliliter davon kosten ja 20 Euro und die 100 Milliliter 10. Das ist ja von No Make-Up, dieser 120 Stunden Liquid Hydrator. Den habe ich immer nach dem Gesichtswasser benutzt, vor dem Serum. Hat mir auch super gut gefallen. Ich würde es auch gerne nochmal wieder haben. Ist nur schade, obwohl ich es wirklich täglich morgens und abends verwendet habe, war ich jetzt schon kurz davor, dass es ja jetzt so ein bisschen merkwürdig gerochen hat. Und was ich nicht wusste, was sie jetzt aber auf den neuen Flaschen ganz fett drauf gedruckt haben, dass man das immer vorher schütteln muss. Vor Gebrauch bitte schütteln. Das steht hier ganz klein. Auf den neuen Flaschen steht es größer. Ich habe es erst irgendwann mal bei Instagram bei Leon hier X Skincare gesehen, dass sie das da jetzt drauf drucken. Ja, ich habe es nie geschüttelt. Dann habe ich auch natürlich wieder ein paar Masken gemacht. Hier von Misha. Die liebe ich, die Masken von Misha. Kriegt ihr bei Stylevana. Habt ihr immer mit meinem Code INF10NBW habt ihr immer 10-15% Rabatt auf eure Bestellung. Ist auch immer in der Infobox verlinkt. Schaut da auf jeden Fall, wenn ihr auf koreanische Skincare steht, kann ich euch wirklich Stylevana immer sehr ans Herz legen. Die haben so tolle Masken und die kosten, also diese Maske kriegt man auch bei DM, da kostet die 1,80 Euro, meine ich, und bei Stylevana kostet die unter 1 Euro. Es ist wirklich auch genau die gleiche und toll. Die mit Gurke finde ich ganz gut, aber meine liebste davon ist mit Granatapfel. Ich weiß gar nicht, habe ich die auch hier drin? Ich habe die im Urlaub auf jeden Fall gemacht. Die war auch gut. Die habe ich auch von Stylevana. Die ist von Tony Moly. Die Marke, die war mir auch schon bekannt aus irgendeiner Box. Pureness Hyaluronic Mask. Die war auch toll. Also bis jetzt hat man mich diese Gesichtsmaske nicht und die hat, glaube ich, auch nur 69 Cent gekostet. Ja, Wattepads nutze ich regelmäßig.
Dann habe ich hier einmal Schebens Vitamin C Serum Kapseln leer gemacht. Die habe ich eigentlich immer sehr, sehr gerne benutzt, aber mittlerweile geht mir eigentlich dieses mit diesen kleinen Kapseln, das geht mir mit dem Öffnen auf den Senkel. Der Inhalt ist gut, wenn es das als Pumper gäbe oder so, würde ich mir das gerne kaufen, aber diese Kapseln dazu öffnen, das ist immer eine Sauerei. Dann habe ich hier einmal Küchenseife leer gemacht. Die haben wir immer in der Küche stehen. Die ist halt wirklich super, neutralisiert Küchengerüche an den Händen. Also wirklich nach dem Zwiebelschneiden oder irgendwas. Damit die Hände waschen, riecht nichts mehr. Lieb ich. Kaufe ich, steht auch schon wieder neu in der Küche, kaufe ich auch immer wieder nach. Ja, dann habe ich hier von Asam aus der Retinol-Serie, die ich ganz gut finde, muss ich sagen. Jetzt aber die ich von Stylvana habe, finde ich jetzt noch besser. Das hatte ich mal so als Set. Die Augenpflege habe ich noch in Gebrauch. Die finde ich schon gut, aber die ist auch nicht günstig. Ne? Aber wie gesagt, die von Stylvana gefällt mir noch besser. Einmal die 24-Stunden-Creme und das Konzentrat, wo ich von dem Konzentrat ein bisschen, ist ja das Serum, Retinol-Serum, ein bisschen noch mehr erwartet hätte. Also das hat nicht so einen ganz dollen Effekt gemacht. Die Creme finde ich echt ganz gut. Dann haben wir hier, das hat mein Mann leer gemacht über einen längeren Zeitraum. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her hatte. Für das mal gekauft haben. Das ist also diese flüssigen Deo-Roller mag ich persönlich nicht so gerne, weil ich mag dieses super feuchte Gefühl unterm Arm nicht. Also wenn, nutze ich nur diese normalen weißen Deo-Sticks und oder Spray halt. Aber es ist nicht schlecht. Tut, was es soll. Dann habe ich einen Toner, auch von Stylvana. Den hatte ich mir selber gekauft. Diesen Tony Moly Wonder Mochi Toner. Der ist so ein bisschen, der ist noch so, ja, ich kriege es aber so nicht mehr raus. Der ist so ganz bisschen dickflüssiger. Der war toll, den habe ich geliebt. Der war nicht ganz so günstig, der hat glaube ich 17 Euro gekostet, aber sind auch 500 Milliliter drin. Und der war toll, ich habe den geliebt. Irgendwann, wenn ich nichts mehr, werde ich mir den vielleicht nochmal nachkaufen. Aber toll, wie gesagt, auch von Stylvana. Dann habe ich auch von Stylvana, das hatte ich mir auch selber gekauft, das war jetzt so eine Essenz auch von Misha, Time Revolution, The First Essence 5X 30 Milliliter. Bin ich eigentlich auch relativ lang mit hingekommen für die 30 Milliliter. Mir auch gut gefallen, habe ich wie gesagt nach der Reinigung vorm Serum immer benutzt. Dann hatte ich hier, das war auch in irgendeiner Box drin, das war nicht ganz, das hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Glisskur, Haarspa, dreimal flüssiges Keratin. Ja, habe ich benutzt, aber war jetzt nicht so der Knaller. Habe ich eine Zahnspülung auch noch mit reingebracht. Ich habe in letzter Zeit so viele Probleme mit Entzündungen gehabt. Ich musste hier eine Wurzelspitzenresektion machen. Deswegen, das hatte auch den Grund, warum ich eine Zeit lang kein Video machen konnte, weil ich aussah wie ein Hamster. Und das war echt schlimm. Und davor hatte ich auch diverse Entzündungen und so weiter. Und da habe ich hier ja diese Spülung, die ist apothekenpflichtig. Müsst ihr euch auch beraten lassen. Aber mir hat die immer sehr, sehr gut geholfen. Die ist halt mit Nelkenöl auch und so weiter. Ja, die hat mir Nelken- und Zimtöl ist da drin. Hat mir immer gut geholfen, das so die Entzündung so ein bisschen abklingen zu lassen. Dann habe ich Zahnpastas leer gemacht. Ich liebe einfach die von Colgate. Die kaufe ich immer so im Wechsel. Einmal die Max Fresh, die blaue, und die Max White. Die schäumen super auf. Man hat halt, ich brauche halt dieses minzige, frische Gefühl bei einer Zahnpasta. So, ja, dann habe ich jetzt aussortiert. Ich benutze es jetzt nicht mehr zu Ende, weil ich es einfach nicht so gerne mag. Das Magic Finish, das war jetzt ultra lange auf. Also ist auch, ja, könnte ich wahrscheinlich noch zu Ende benutzen, aber das ist schon so ein bisschen, weiß ich nicht, so krisselig. Ich will es nicht mehr aufbrauchen. Es kommt jetzt weg. Ich habe es öfter, der Deckel ist auch kaputt hier. Ne? Ich habe es jetzt oft, aber es funktioniert einfach nicht so gut mit meiner Haut. Deswegen, ja, noch eine Zahnpasta, die gleiche. Also ihr seht, hier wird viel geputzt bei uns. Dann habe ich, den habe ich jetzt aussortiert, weil er abgelaufen ist. Ich wusste nicht, dass er ein MHD hat. Der ist aber gut. Von Balea. Das ist so ein durchsichtiges Teint Perfection.
Das ist ja ideal als Primer. Der hat halt ja so ein bisschen wie, ja, der, so ein bisschen wie der von Benefit ist der vergleichbar. Ist echt eigentlich ein Dupe dazu. Macht halt auch so ein samtig mattes, wie ihr es sehen könnt, mattiert da halt so ein bisschen und legt sich auf die Poren. Ja, ich habe es jetzt einfach mal, es ist jetzt seit einem halben Jahr abgelaufen, seit 12/22, deswegen habe ich es jetzt mal aussortiert. Ja, den habe ich auch aussortiert. Das ist hier so ein Liquid Blush von Kose RX. Ja, der kam schon so kaputt hier an. Ich benutze den nicht. Den kann ich so auch nicht weitergeben. Deswegen habe ich den jetzt aussortiert. Ja, dann habe ich eine Lippenpflege aufgebraucht von Alverde. Die habe ich von vorletztem Jahr, habe ich ja hier 4 Wochen nur Alverde. Ihr seht also, der ist so gut wie leer. Ich könnte da jetzt noch was mit dem Nagel rauskratzen, mache ich aber nicht. Der war ganz gut. Lippenpflege Bio Calendula. Kostet nicht viel, kann man machen auf jeden Fall. Ja, dann habe ich auch hier von Stylevana, die werde ich mir auch auf jeden Fall irgendwann mal nachkaufen. Den hier, den fand ich toll. Clean It Zero Cleansing Balm. Da hatte ich mir ja diese kleinen Vierer-Sets waren das. Die sind jetzt leer. Den hatte ich einmal in größer auch da. Ich glaube, der war jetzt, den habe ich zwar nicht von Stylevana bekommen, aber den gibt es halt da. Finde ich toll. Der wird ein bisschen dünner in der Konsistenz, sobald man den aufgetragen hat. Lässt sich aber super gut rückstandslos abwaschen. Das hat mir daran sehr, sehr gut gefallen und macht auch richtig toll sauber. Ja, dann habe ich hier noch Masken von Schebens, die Retinolmaske. Die mag ich auch sehr gerne. Die ist sehr, sehr reichlich mit so einer mit so einem milchigen Serum getränkt. Also das ist schon eine Menge, die man da hat. Also, aber gut. Und die habe ich auch benutzt. Die war neu, die Retinol-Tuchmaske von Balea. Die ist auch okay, muss ich sagen. Aber die hier von Schebens mag ich noch ein bisschen lieber. Ja, dann hat lange gehalten, war auch mal in irgendeiner Box von Rituals, diesen Raumduft, den habe ich auf der Gästetoilette gehabt und da habe ich so eine künstliche Pflanze stehen, da habe ich das immer reingesprüht, riecht echt toll. Dann habe ich hier von, was war denn mit dem? Wieso habe ich den denn da reingetan? Ach, der malte nicht mehr, genau. Von Lotti London, den habe ich eigentlich lange benutzt, das ist hier so ein rausdrehbarer. Aber genau, das könnt ihr mal sehen. Also der malt irgendwie kaum noch. Ich habe den auch, ne? Also der ist nicht mehr so tief schwarz, wie er mal war. Also ich habe das mehrfach versucht, auch so ein bisschen anzuspitzen. Aber das ist wirklich das Einzige, was er noch tut. Deswegen kann ich ihn nicht mehr gebrauchen. So, und dann haben wir nur noch ein paar. Dann habe ich von Yorgo B. das Niacinamide Serum. Das hatte ich in so einer kleinen Größe hier mal irgendwo drin aufgebraucht. Das kannte ich schon. Da habe ich schon zwei no, Full-Size-Serien von aufgebraucht. Das mag ich sehr, sehr gerne. Also bis jetzt so mit das liebste Niacinamide Serum, was ich so getestet habe. Und dann mein bisher liebstes Vitamin C Serum ist wirklich das. Es ist leider teuer, aber ich liebe es. Von La Roche-Posay. Das Vitamin C Serum ist auch pures Vitamin C. 3 Monate auch nur haltbar, muss man wirklich. Ja, ich liebe den Duft. Habe ich jetzt schon die zweite von leer gemacht. Irgendwann, wenn ich es mal wieder reduziert sehe, werde ich es mir. Es kostet sonst über 30, 35 €. Aber naja, und dann habe ich noch 3 Produkte aus meiner Make-up-Tasche, die ich geschafft habe, leer zu machen. Sieht zwar nicht leer aus, aber es ist leer. Die Hydrastay Foundation von Trend It Up, die war gut, hat mir super gut gefallen. Wenn ich irgendwann mal wieder eine neue brauche, kann ich mir durchaus vorstellen, die nochmal zu kaufen. Ich hatte die Farbe 020. Ja, dann habe ich geschafft, meinen Nude Primer leer zu machen. Der hatte ja MHD bis März 23 jetzt. Der war auch lange in meiner Backup drin. Der war toll. Der war so ein, auch so ein, ja, Skin Perfecting Primer, auch so wie dieser Benefit-artig, ja, oil-free und hat so richtig so eine samtige Haut, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, und die Mascara aus meiner Make-up-Tasche von Max Factor, die Divine Lashes Rich Black habe ich auch leer gemacht und auch die hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. So tolle Mascara ist nicht ganz,
nicht ganz günstig, aber sie war jetzt so langsam ja, eingetrocknet. Habe ich auch jetzt so 3 Monate verwendet. Und ja, das war's. Das war mein Aufgebraucht von Mai, würde ich sagen. Genau. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich mega drüber freuen. Genauso, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr bei Stylevana mal vorbeischauen wollt, vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Code zu verwenden, damit ihr da Rabatt bekommt. Und ja, ihr Süßen, ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!